Gut, herzlich willkommen, Grundfragen des Mathematikunterrichts. Heute ist die Sitzung so, dass wir eigentlich nur zwei Tagesordnungspunkte haben. Also erstmal, bevor LV-Feedback ist, das steht jetzt hier nicht eins drauf, gibt es noch wieder so ein paar Fragen, um zu gucken, ob Sie sich irgendwas behalten haben von dem Teil, den Sie online machen sollten. Dann gibt es Möglichkeit zum LV-Feedback und dann ist der Rest der Sitzung tatsächlich komplett die Besprechung der Hausübung. So, jetzt sollte die erste Frage da sein. Noch 27 Sekunden Zeit. Dum, dum, dum. So, schauen wir mal. Vier Leute haben es geschafft, innerhalb der Zeit das abzugeben. Ich muss mal die Zeiten etwas großzügiger einstellen vielleicht. So, schauen wir mal. Also relativ sicher sind sich die Leute beim Darstellen, relativ sicher sind sie, dass der Begriff Problemlösen in den Bildungsstandards auftaucht und nicht ganz so sicher sind sie, ob Modellbilden und Interpretieren auftaucht. Begriffsbilden und Validieren meint keiner. Richtig sind Darstellen, Modellbilden und Interpretieren. Problemlösen gibt es nicht als Handlung, wird im Video auch erklärt, warum. Und das ist ja eher etwas, wo man jetzt sagen würde, da braucht man ein bisschen Zeit für. Und Bildungsstandardüberprüfung am Ende der 8. Schulstufe, da hat man pro Beispiel zwischen 1 und 5 Minuten Zeit. Da ist das mit Problemlösen eigentlich nicht wirklich ernsthaft umzusetzen. Den Überblick über die Gesamtheit der einem Begriff zugeordneten Objekte nennt man. Das war leichter, da geben mehr die Stimme ab. Aber wichtig ist, wenn da so mehrere abzugeben sind, dann müssen Sie immer unten noch auf Validate klicken, damit das dann auch wirklich abgegeben wird. Ja, diesmal sieht es besser aus. You cannot vote anymore. Ja, sehen Sie, war doch gut, dass ich das Bild dazu gegeben habe. So haben nämlich ganz viele das Falsche angekreuzt. Begriffsumfang ist richtig. Das Begriffsnetz ist die Beziehung zwischen den Begriffen. Das war ein bisschen fies, dass ich da dieses Bild vom Haus der Vierecke dazugegeben habe. Das hat sie auf die falsche Fährte gesetzt. Also Begriffsnetz ist so die Beziehung zwischen den Begriffen. Zum Beispiel sowas wie Wissen, dass Quadrate zu den Rechtecken gehören und Wissen, dass Rechtecke zu den Parallelogrammen gehören. Und Begriffsumfang ist eher so, ja, alle möglichen Realisierungsformen von meinetwegen einem Parallelogramm auch als solche erkennen, auch wenn das mal nicht parallel zu den Blattkanten liegt und sowas. So, oder wissen, was alles Funktionen sind und was dann keine Funktionen sind. Das würde auch zum Begriffsumfang vom Begriff Funktion gehören. Und Begriffsnetz wäre da sowas wie wieder Zusammenhänge zwischen meinetwegen stetigen und differenzierbaren Funktionen und sowas. So, das Begriffsnetz hat schon was mit dem Begriffsumfang zu tun, aber Begriffsumfang ist nicht genau dasselbe wie Begriffsnetz. Bei Begriffsumfang sind in der Regel keine Beziehungen oder sowas gefragt. Bei welchen der folgenden Themen steht die Begriffsbildung klar im Fokus? So, schauen wir mal. Tja. Da merkt man schon mal, dass Sie im Forum nicht mitlesen. Kreiszahl Pi ist kein Begriff, nur einfach nur ein Name für das spezielle Verhältnis, das da zwischen Umfang und Radius oder Radiusquadrat und Flächeninhalt besteht. Das heißt, wenn Sie die einführen, erarbeiten Sie eigentlich einen Sachverhalt, nämlich den Sachverhalt, dass das Verhältnis von Umfang meinetwegen zu Radius immer konstant ist und zwar die Größe 3,14 hat. Das ist im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie ein Satz. Einführung der, so jetzt gucken wir mal, was richtig ist. Erweiterung der schriftlichen Division für mehrstellige Divisoren, da würde ich sagen, da steht sehr deutlich das Verfahren. Also man weiß da schon, was die Division ist. Man kennt das auch schon, wie schriftlich dividiert wird, für wenn der Divisor ist, der durch den geteilt wird. Ja, wenn der einstellig ist und jetzt erweitert man einfach nur das Verfahren, das wäre schon sehr klar Verfahren erarbeiten und nicht Begriffsbildung. Das heißt, korrekt würde ich sagen, sind Einführung des Winkels und der Ableitung. Winkel ist definitiv ein Begriff,
Ne, da gibt es verschiedene Objekte, die da drunter fallen unter den Winkel. Ne, Winkel haben auch selber wieder Eigenschaften. Und Winkel sind auch als Studienobjekte an sich interessant. Also das kann man auf jeden Fall hernehmen. Und auch die Ableitung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall erstmal ein Begriff. Ne. Gibt auch verschiedene Ableitungen, erste, zweite, dritte, und verschiedene Funktionen haben verschiedene Ableitungen. Es gibt die Ableitung, wie man die in der Schule macht, wo die sich eher auf Funktionen nur beziehen in einer veränderlichen. Man kann den Begriff aber dann nachher erweitern, auch auf mehrere veränderliche. Das ist auf jeden Fall ein Begriff. Und wenn Sie den Begriff einführen, da geht es in der Regel auch noch nicht darum, wie man jetzt für konkrete Funktionen differenziert. Das machen Sie ja eher so, dass Sie dann sagen, ah, da ist meinetwegen erst die mittlere Änderungsrate und dann geht das so vom Grenzwert auf die lokale Änderungsrate. Und dabei geht es aber noch nicht um die Ableitungsverfahren. Wenn da jetzt stehen würde, üben der Ableitungsverfahren in Klammern partielle Ableitung, ne, dann wäre relativ klar wieder, das ist Erarbeitung des Verfahrens und nicht die Begriffsbildung im Fokus. So, jetzt fragen wir nach was anderem. Bei welchen der folgenden Themen steht das Erarbeiten von Sachverhalten klar im Fokus? Ah, ich glaube, eins davon habe ich jetzt verraten. Ah, jetzt habe ich eins schon gespoilert. Mal sehen, ob es was genutzt hat. Ja, sehen Sie, hat nichts genutzt. Sie kreuzen trotzdem falsch an. Gerade habe ich doch gesagt, Erweiterung der schriftlichen Division, da geht es um ein Verfahren. Ein Verfahren ist aber kein Sachverhalt. Aber 8 Leute kreuzen trotzdem schon mal die mehrstellige Division an. Und nur 3 Leute kreuzen Einführung der Kreiszahl Pi an, obwohl ich Ihnen gerade gesagt habe, dass die Einführung der Kreiszahl Pi die Erarbeitung eines Sachverhalts ist. Müssen wir ein bisschen lernen, besser zuzuhören, sonst kann das nachher mit der Prüfung eng werden. So, also gucken wir mal. Die Rechenregeln für Vektoren, wenn man die Rechengesetze erarbeitet, das ist auch wieder ein Sachverhalt. Ein Sachverhalt, den Sie ja zum Beispiel in der Übung hatten, war die Additionsregel für Brüche, wohingegen jetzt die Integration durch Substitution wieder sehr klar ein Verfahren ist, was erklärt wird. Das ist jetzt kein Satz. Natürlich kann man auch beweisen, warum das funktioniert, aber das stände dabei sicher nicht im Vordergrund, sondern dass man halt lernt, wie das geht für verschiedene Funktionen. Aber wenn ich die Rechenregel einführe, dann geht es darum, dass ich erstmal verstehe, aha, die und die Rechengesetze gelten. Und das ist Erarbeitung eines Sachverhalts. Alles, wo es um Gesetze, Sätze und sowas geht, das ist Erarbeiten von Sachverhalten. Alles, wo es so um ganz konkrete Lernen und Üben des Rechnens geht, das ist Erarbeiten von Verfahren. Das muss man sich merken. Hat die Fragestelle in einer Modellierungsaufgabe auch außerhalb vom Mathematikunterricht Berechtigung, dann spricht man von. Ah, sehen Sie mal, da habe ich gar keine Zeit angegeben. Das heißt, das muss ich jetzt selber abstoppen. Offenheit, Authentizität, Modellierungspotenzial oder Relevanz? Mal gucken, ob Sie mir besser zuhören, wenn ich nicht live rede. Tja. Auch da würde ich sagen, 3 Leute richtig, 5 Leute falsch. Das ist so ein bisschen fies, das sah ja auch in dem Video. Relevanz, da meinen die, dass sich die Schüler selber da irgendwie drauf einlassen auf die Aufgabe. Also, dass das für die Schüler Relevanz entfaltet, heißt, die konkreten Schüler, die man da in der Stunde da sitzen hat, die lassen sich sozusagen auf die Aufgabe ein und machen das Problem zu ihrem eigenen. Und Authentizität meint halt, interessiert irgendwen die Frage auch außerhalb vom Mathematikunterricht. Das war diese Authentizität im engeren Sinne. Dann gab es noch so etwas weitere Sinn, wo man einfach sagt, gibt es die Objekte eigentlich? Also so auf, jetzt wollte ich gerade schon sagen, Aufgaben, wo es um Engel geht, kann man dann nicht nehmen, aber das könnte Ihre religiöse Meinung beeinflussen. Also wenn man um fliegende Fische oder sowas geht, ja, nein, das gibt es glaube ich auch. Geister, da beleide ich hoffentlich von niemandem den Glauben, weil ich sage, die gibt's nicht. So, wenn Sie irgendwas mit Huibu, das Schlossgespenst machen, dann ist das nicht authentisch.
So, jetzt gibt es aber immerhin 40. Welche der folgenden Phasen gehören zum Erarbeiten von Sachverhalten? Positiv umgefragt, das können ein paar mehr sein. So, also Entdecken von Sachverhalten, okay, da kommt sogar das Wort Sachverhalte vor. Aber könnte man noch meinen, das gehört nicht zum Erarbeiten. Und Betonung der logischen Struktur von Aussagen, ja, sicher auch. Und jetzt wird so ein bisschen unentschieden, steht zwischen Erwerb von Kenntnissen und Einbinden in Problemkontexte. Und Üben und Verstehen haben jetzt alle gemerkt, das gehört zum Erarbeiten von Verfahren. Das ist eine Phase in dem Bereich Verfahren erarbeiten. Und Erwerb von Kenntnissen ist aus dem Bereich Begriffsbildung. Also richtig waren diese drei. So, jetzt schauen wir mal, war das schon die letzte? Na, ich glaube, es gibt nur eine. Die wichtigste Aktivität zum Erlernen des Problemlösens ist, da gibt es nur eine richtige Antwort. Auch relativ unentschlossen und es hat auch nicht das Richtige gewonnen. Also Lösungspläne oder offene Problemstellungen. So. Also das Wichtigste fürs Problemlösen lernen ist immer noch, dass man Probleme löst. Es wird auch sehr offiziell in dem Video gesagt. Die anderen Sachen sind schon auch wichtig, aber Sie können gar nicht trainieren heuristischer Strategien, ohne dass Sie offene Probleme lösen. Deswegen ist offene Problemlösen immer noch wichtiger. Und Sie können auch nicht Kenntnisse von Lösungsplänen, wenn Sie die nie einsetzen, bringt das auch nichts. Und Wissen über heuristische Hilfsmittel kann man relativ viel erwerben, wenn man das dann nie einsetzt. Also das Wichtigste ist eindeutig Bearbeiten von offenen Problemstellungen. Sagen Sie vielleicht, ah, das war mir zu nah, aber das wird sozusagen wortwörtlich auch in dem Video gesagt. Gut. Wir fangen mal mit dem an, was jetzt hier gerade oben ist, also mit dem Sachverhalt erarbeiten, die Addition ungleichnamiger Brüche. So, mathematischer Hintergrund, da sieht man schon, das ist hier in beiden Gruppen so etwas unterschiedlich erledigt worden. Auf der linken Seite, würde ich sagen, steht mal so der ganz basale Sachverhalt, wie man ihn hoffentlich nicht so direkt oder alleinig dann in der Unterstufe den Schülern vor den Latz knallen würde, aber der als mathematischer Hintergrund natürlich wichtig ist, ne? Dass man sich mal selber klar macht, wie kann man das sozusagen argumentieren, dass man halt sagt, ah ja, es gibt ja das Erweitern, also erweitere ich beides mit demselben und dann habe ich andere Bruchrechenregeln, die mir halt sagen, okay, ja, also ausmultiplizieren ist so ein bisschen albern, weil BD ist eigentlich dasselbe wie B mal D. Da ist eigentlich nichts ausmultipliziert, das ist ja einfach nur eine Schreibkonvention, dass wenn Sie Variablen haben, Sie zwischen den Variablen den Punkt auch weglassen dürfen. Bei Zahlen dürften Sie das eh nicht machen. Nur einmal zwei ist bekanntermaßen nicht dasselbe wie 12. Also da passiert eigentlich nicht viel. Und im Grunde genommen ist das Einzige, was noch passiert, nachdem Sie erweitert haben, dass Sie sagen, ich schreibe das jetzt auf denselben Bruchstrich. Mehr können Sie ja mit der Regel da erstmal gar nicht machen. Was man noch sagen kann, ist, wie hängt die Regel zusammen mit Dingen, die Schüler schon kennen oder kennen sollten. Das ist dann auf der anderen Seite vielleicht etwas stärker. Zum Beispiel eine wichtige Voraussetzung, dass man die Bruchrechenregel für allgemeine Nenner angeht, ist, dass man mal verstanden hat oder sich klargemacht hat, wie funktioniert das eigentlich, wenn der Nenner eh derselbe ist. Also die Addition für gleichnamige Brüche. Da würde ich jetzt mal hier so sagen, okay, das hier ist sehr wichtig, dem gebe ich ein dickes Häkchen da dran. Also das ist sicherlich eine wichtige mathematische Voraussetzung. Dann erweitern, kürzen, das haben aber eh beide. Ja, hier, da würde ich auch sagen, das ist so eine wichtige Voraussetzung. Dann vielleicht mal, um das klarer zu machen, so A ausmultiplizieren. Ja, so, das schlängeln wir mal etwas an, weil da wird eigentlich nicht wirklich was ausmultipliziert. Gut, nur Zähler wird addiert, Nenner bleibt gleich. Ja, aber die wichtige Frage wäre, die ich dann da vielleicht noch dran schreiben würde, so, jetzt werden mal alle Möglichkeiten warum.
Jetzt wissen Sie auch, weil ich normalerweise immer auf Papier schreibe und nicht auf dem Bildschirm, weil das einfach viel besser zu lesen ist. Ja, zum Beispiel könnte man Bezug nehmen auf eine Teil-Ganzes-Vorstellung oder sowas, dass man halt sagt, warum entsteht da überhaupt ein Problem, wenn die Brüche ungleichnamig sind, weil das eben verschieden große Unterteilungen desselben Ganzen sind. Und deswegen kann man nicht einfach die Teile dann addieren. Wenn der eine noch 3/4 Pizza hat und der andere hat 1/3 Pizza, da kann ich jetzt nicht die 3 und das 1 zusammenpassen, weil da passt irgendwie die Unterteilungsgröße nicht. Das wäre eine Möglichkeit, das warum zu klären. Eine andere, die für die Schule wieder eher nicht angemessen ist, ist zu sagen, naja, so ist die Addition halt einfach definiert. Ja, das kann man auch machen. Man kann sagen, ah, so wird das definiert. Aber das ist wieder eher was für die Universität geht. Also das steckt quasi in der Axiomatik der rationalen Zahlen drin, dass das so funktioniert. Ist vielleicht auch eine Erklärung, mit der sie nicht ganz so viel Begeisterung ernten, wenn sie die jungen Schülern präsentieren. Da wird wahrscheinlich eher sowas, dass man das zurückführt auf diese Teil-Ganzes-Vorstellung zum Hintergrund gehören. Also das würde mir so bei beiden eventuell noch fehlen, das könnte man noch ergänzen, irgendeinen Bezug zu Bruchvorstellung und irgendwie erklären, warum darf man eigentlich nicht einfach Zähler plus Zähler, Nenner plus Nenner, so ein Hang davon. So, dann schauen wir mal bei den Zielen. Addieren von ungleichnamigen Brüchen, ja, sowas habe ich ja auch stehen. Wenn Sie jetzt ganz strebermäßig sind, dann schreiben Sie dazu noch immer ein Verb dahinter, können, also ungleichnamige Brüche addieren können, müsste es dann natürlich grammatikalisch heißen, aber da gehe ich mal davon aus, das kriegen Sie hin. Vielleicht kriege ich auch den Stift irgendwie dünner, ich sehe aber leider nicht wo. Gut, dann einen gemeinsamen Nenner finden, wäre auch wieder sowas, was im Bereich des Könnens liegt, wo noch gar nicht addiert wird, so eine Vorübung, da ist sicherlich nichts gegen einzuwenden. Können Sie auch wieder Können dazu schreiben, aber okay, machen wir mal einen Haken. Erweiterung verstehen. Ja. Ach so, das ist der Stift, der immer seine Farbe wechselt. Das war jetzt nicht so klar. Verstehen, da würde ich immer sagen, mal sehen, vielleicht gibt es ja, also so machen wir rot. Oder ich schreibe jetzt in blau immer dazu, was ich dazu sagen wollte. Dass man da sagt, anderes Verb. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel erklären können, woher die Regel kommt oder an Bruchdarstellungen in Klammern zum Beispiel Kreisteile erläutern können, wie die Rechenregel funktioniert. Also irgendwas, wo eine Handlung dabei ist, wo man sagt, die kann man beobachten. Nur das Verstehen ist direkt zumindest nicht beobachtbar. Und deswegen ist das ein Verb, wo wir bei Lernzielen eher immer ein bisschen vorsichtig mit sind bei dem Verstehen. Auch deswegen, weil Sie ja diese ganzen verschiedenen Ebenen des Verstehens kennen. Und dann könnte ich sagen, naja, das ist ja gar nichts anderes. Ne? Wenn ich jetzt sage, ach, das ist eh nur prozedurales Verstehen gemeint, dann würde ich ja sagen, ah, mit den ersten zwei Zielen ist quasi schon Verstehen erledigt. Gucken wir mal auf der andere. So, hier Ziele, ungleiche Brüche darf man nicht addieren. Ja, was soll man damit machen? Wissen, das soll man wissen, ist wieder was man nicht so gut prüfen kann. Ein gutes Ziel wäre, erklären können, warum man ungleichnamige Brüche nicht, ja, darf man ja doch addieren. Also da müsste man vielleicht noch dazu sagen, warum man ungleichnamige Brüche nicht ohne gleichnamig machen addieren darf. So müsste es dann wahrscheinlich heißen. Also das sollten wir auf jeden Fall noch irgendwie, jetzt ist der Zauberstift auch blau. Machen wir mal wieder den Zauberstift. So, hier so ungleichnamige Brüche. Da fehlt was. Und dann noch erklären. So, Sie wissen jetzt, was ich dazu geschrieben habe. Lesen kann das keiner. Begriffe gleichnamig, ungleichnamig, Nenner, Zähler, Erweiter, Kürzen. Ja, Sie haben da auch noch GGT und KGV drin. Ja, kann man schon machen.
Ne? Aber also so ganz am Anfang dessen, das ist ja im Grunde genommen, geht es da ja nur darum, dass man, wenn man das mit dem KGV macht, einen vollständig gekürzten Nenner erhält. Aber wichtiger wäre jetzt für die Einführung des Sachverhalts erstmal, dass man überhaupt mal verstanden hat, warum muss ich überhaupt gleichnamig machen? Und das wird sicherlich immer über Dings gehen. Und den GGT brauchen Sie ja quasi nur in dem Sinn, dass Sie, wenn Sie den GGT kennen, das KGV etwas bequemer berechnen können. Also finde ich, den GGT ist sozusagen das, was eigentlich am weitesten weg ist. Und das kleinste gemeinsame Vielfache brauchen Sie, wenn Sie direkt auf den optimalen Nenner, den sogenannten Hauptnenner erweitern können wollen. Aber da würde ich sagen, das wäre mir beim Sachverhalt, wo ich erstmal verstehen soll, ah, da muss gleichnamig gemacht werden, vielleicht noch nicht ganz zentral. So, aber es ist okay, wenn Sie meinen, das ist Ihnen wichtig. Ich würde wieder sagen, so, also hier, wenn es mit Erklären ist, hier so, ja, ja. Also zumindest bei einigen Sachen hier so, da, das hier, okay. Das ist eigentlich dann schon wieder ein Thema für sich, GGT und KGV. Schwierigkeiten, das ist sicherlich die wichtigste Schwierigkeit. Erweiterung des Zählers vergessen. Ja, das hängt ja eng damit zusammen. Die Nennersuche, da würde ich ja sagen, ja schon, aber vor allem deswegen, weil die Lehrer immer unbedingt den Hauptnenner haben wollen, obwohl es im Grunde genommen ohne Hauptnenner auch geht. Ich sage Ihnen auch mal ein Argument davon. Ein Jahr später rechnet niemand mehr die Brüche ohne Taschenrechner. Und dann ist die Frage, ob es nicht wichtiger wäre, dass mal verstanden worden ist, dass das eine nicht funktioniert, als dass die unbedingt immer auf den vollständig gekürzten Bruch kommen. Und also erstmal soll man mal verstehen, dass da halt Dinge mit unterschiedlichen Unterteilungen addiert werden und dass das halt nicht funktioniert. Hier ist eigentlich genau dasselbe. Vergessen, den Zähler auch zu erweitern. Kürzen des Ergebnisses. Ja, wobei ich auch wieder sagen würde, ja, ist aber an der Stelle vielleicht auch nicht das ganz Tralle. Was ist der große Vorteil vom KGV? Ja, eigentlich auch nur, dass sie die gekürzten Dings kriegen, ne? Dass der dann vollständig gekürzt ist. So, schauen wir mal Plan. Da kann man jetzt natürlich wenig zu sagen. Ich kann eigentlich nur mal kurz sagen, was ich denke, was so in die Phasen reingehört. Sicherlich irgendwie in einer Einstiegs- oder Problematisierungsphase irgendwie, dass man sich mal gewahr wird, dass das, was man in der Regel vorher kennt, nämlich das Addieren von gleichnamigen Brüchen, wo man einfach die Zähler addiert und mit dem Nenner nichts macht, hier nicht mehr funktioniert, weil man halt Brüche hat, die unterschiedlich unterteilt sind. So, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann dann direkt sagen, wie kriegen wir das hin, dass das immer eine gemeinsame Unterteilung findet für beliebige Nenner oder was wahrscheinlicher ist, dass man zum Beispiel erstmal Nenner hernimmt, die Vielfache voneinander sind. Weil da haben Schüler relativ gut eine Chance, selber auf eine Idee zu kommen. Also, ein Halb plus ein Viertel, da kommen wahrscheinlich doch relativ viele Schüler drauf, dass man das so hinbringen würde, dass man eben aus den Einhalben zwei Viertel macht, wenn die vorher schon gelernt haben, was Erweitern und Kürzen ist. So, und dann kann man sich irgendwie überlegen, wie macht man das jetzt, wenn die Brüche teilerfremd sind. Die einfachste Möglichkeit ist einfach, man guckt sich die Nenner gar nicht an und multipliziert die miteinander. Dann haut es immer hin, völlig egal davon, was das für Nenner waren. Und dann kann man theoretisch irgendwann auch noch an den Punkt kommen und zu sagen, ah, wie geht es eigentlich geschickter? Und das wäre, dass man sagt, ah ja, wir können die Unterteilung ja auch direkt mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen machen, wenn man das dann noch haben will. Aber das wäre für mich sicherlich nicht ganz am Anfang. So, was sicherlich auch an irgendeiner Stelle auftauchen sollte, dass man da erwähnt, an welchen Visualisierungen man arbeitet. Meiner Meinung nach ergeben sich hier gewisse Vorteile für Darstellungen, die nicht einfach nur Kreisteile sind, nämlich die Vorteile, die solche Darstellungen immer haben, wenn man das irgendwie streifenförmig macht und sagt, das hier ist ein Einser und da geht es dann irgendwie weiter. Also mit irgendwie so einer Darstellung kommt man leichter auf etwas, was über eins hinausgeht. Wohingegen das an Kreisteilen dann immer mehrere Objekte sind. Also das hat gewisse Vorteile. Aber in irgendeiner Form sollte man im Rahmen dieses Plans mal erwähnen, was für und an welchen Visualisierungen man arbeitet.
Sonst würde ich denken, das ist wahrscheinlich etwas schwierig. Und irgendwie wäre es auch gut, wenn irgendwo, wahrscheinlich in der Phase Vertiefung oder Sicherung oder so, erwähnt wird, also wenn man das irgendwie stufen will, gibt es meiner Meinung nach zwei Stufungen. Die erste Stufung ist, ich fange nicht sofort mit allen Nennern an, sondern mit zwei Brüchen, wo der eine Nenner ein Vielfaches des anderen ist. Und die zweite Stufung, die man haben kann, ich lasse erstmal quasi den Einser-Übergang raus. Also ich addiere zunächst mal Brüche, deren Summe immer noch kleiner als 1 ist. Und dann wäre sozusagen die naheliegende Erweiterung, dass man sagt, jetzt schaue ich mir das an, was passiert eigentlich, wenn ich dann Brüche erzeuge, wo das über den Nenner 1 rausgeht. Das wäre auch eine relativ naheliegende Stufung, wo man sagen kann, ah, das ist eine Schwierigkeit, die ich nicht direkt in der Erarbeitungsphase haben will, sondern das ist vielleicht eher was, was ich dann nachher in der Vertiefungsphase dann haben will. So, das ist vielleicht das, was man da sinnvoll zu sagen kann. So, dann scrollen wir mal runter, damit ich zumindest noch eine Minute was hierzu sagen kann. Mit dem nochmal einarbeiten, das wird zeitlich alles etwas eng. Aber es ist dann wichtig, dass das gesagt wird. Also bei Objekte, Polynomfunktion brauchen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Parabel brauchen wir auch nicht drüber streiten. Unabhängige Variable brauchen wir auch nicht drüber streiten. Die einzige andere Möglichkeit, die man hat, ist, dass man sagt, Variable ist das Objekt und unabhängig ist dann eine Eigenschaft der Variable. Wobei das auch so ein bisschen merkwürdig ist. Es gibt auch die Möglichkeit, unabhängige Variable komplett in die Eigenschaften zu schieben, wenn Sie sagen, naja, unabhängige Variable, das macht ja für sich gar keinen Sinn, darüber zu reden. Unabhängige Variable und abhängige Variable sind eigentlich zwei Begriffe, die nur bei der Diskussion von Funktionen sinnvoll sind. Nun, sonst weiß man ja gar nicht, was abhängig und unabhängig ist. Deswegen sind unabhängige Variable und abhängige Variable sind Eigenschaften von Funktionen. Dass man sagt, das ist das ganze Wort unabhängige Variable ist kein Objektbegriff, sondern das beschreibt eine Eigenschaft von Funktionen. Das wäre da noch die Alternative. Lineares quadratisches Modell. Da ist wieder so, da können Sie das natürlich auch so machen, dass Sie sagen, Modelle sind die Objekte und linear und quadratisch sind dann die Eigenschaften von den Modellen. Warum da nicht einfach steht, lineare und quadratische Funktionen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es angewandte Mathematik ist und in der angewandten Mathematik muss halt alles Modell heißen. Ich finde das eher ungewöhnlich. Eine Funktion taucht, glaube ich, als Begriff gar nicht auf, wenn ich das richtig sehe. Das wäre so einer meiner Joker-Begriffe gewesen, den ich wahrscheinlich dazu genommen habe, weil ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass in der BHS-Oberstufe unterrichtet wird, ohne dass da über einen Funktionsbegriff geredet wird. Der taucht aber explizit gar nicht auf. Grundmenge, da ist jetzt wieder die Frage, das kann man so oder so sehen. Einerseits kann man sagen, Grundmenge ist sozusagen für sich genommen ein Begriff. Oder ich würde wieder sagen so, über Grundmengen kann ich eigentlich nur sinnvoll reden, wenn ich über Gleichungen rede. Also ist die Grundmenge ist eigentlich, was das beschreibt, Eigenschaften von Gleichungen. Das heißt, auch da können Sie sich wieder aussuchen. Entweder Sie schreiben das da oben rein oder Sie schreiben es rein bei Eigenschaften und Beziehungen. Ist im Prinzip beides möglich. Das ist so ähnlich, wie man sagen würde, Ecke beschreibt auch eher die Eigenschaft einer Figur, als dass man Ecken so wirklich als eigenständiges Studienobjekt hat. Und so ähnlich könnten Sie das hier auch sehen. So, dann Operationen. Ja, jetzt ist der Änderungsfaktor natürlich eher keine Operation. Die mittlere Änderungsrate ist auch keine Operation. Also das sollten Sie bitte alles zu den Eigenschaften runtergeben. Da beißt die Maus leider keinen Faden ab. Ein Änderungsfaktor, wo kommt das überhaupt nochmal vor? Jetzt habe ich mir übrigens oben gerade die Stifte ausgeblendet. Also, was soll denn das jetzt? So, jetzt machen wir mal, also Änderungsfaktor runter, mittlere Änderungsfaktor runter, momentane Änderungsrate runter, lokale Änderungsrate runter. Das sind alles Eigenschaften, zumindest so, wie das da aufgeschrieben ist. Wenn Sie sagen ableiten ja, oder integrieren, dann kann man sagen, das sind Operationen. Aber wenn da steht lokale Änderungsrate, das ist einfach eine lokale Eigenschaft einer Funktion,
nämlich an einer Stelle hat die eine bestimmte Änderungsrate. Oder einen fixen Änderungsfaktor hat man bei Exponentialfunktionen. Das ist also auch eine Eigenschaft. Tatsächlich ist das so, dass, wenn ich das richtig sehe, auf diesem Begriffszettel von der BHS überhaupt kein Operationsbegriff drauf ist. Die sind alle Sachen, die da draufstehen, sind entweder Eigenschaften oder Objekte. Es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Operationen. Ob ich jetzt sagen würde, Skizzen anfertigen ist ein Operationsbegriff, der irgendwie definiert wird, no, das ist halt irgendwas, was getan wird. Aber ableiten, okay, da würde ich akzeptieren, das ist sozusagen eine Operation, für die man irgendwie einen Begriff braucht. Oder integrieren, das ist auch irgendwie ein Begriff. Wobei auch da letzten Endes die wesentlichen Schwierigkeiten, die man dann hat, um Ableitungen zu bestimmen und so, liegen ja nicht im Begrifflichen, sondern liegen daran, dass man dann meinetwegen die Ableitungsregel vergessen hat. Das wären dann alles Dinge, die wir eher besprechen, wenn wir über Verfahren reden. So, dann Eigenschaften, das finde ich auch gut. Wendepunkt, würde ich auch wieder sagen, könnte jemand auf die Idee kommen, dass das eher ein Objekt ist. Würde ich aber auch sagen, na, den Wendepunkt gibt es ja gar nicht alleine. Also es kann ein Punkt nicht Wendepunkt sein, es kann ein Punkt nur Wendepunkt einer Funktion sein und damit beschreibt er eigentlich sehr klar eine Eigenschaft. Nicht? Die Funktion hat an der Stelle einen Wendepunkt und der ist so definiert, dass da halt irgendwie das Krümmungsverhalten sich ändert. So, Monotonie genauso ist ganz klar, Krümmung ist klar, Symmetrie ist klar. So, jetzt gucken wir noch, Krümmung wäre auch in Ordnung, ja. Ja, genau, das könnte man so machen. Aber dann ist auch wieder Frage, also dann würde ich auch, ja, ist die Frage, ob das dann ein Begriff ist, ne? Weil die Änderungsrate ist ja trotzdem der Begriff. Ich würde sagen, wenn Sie jetzt sagen, es gibt, glaube ich, sehr wenig. Mir fallen im Grunde genommen nur drei ein, die irgendwie Sinn ergeben. Sogar nur zwei, differenzieren und integrieren. Also viel mehr fällt mir nicht ein in der Oberstufe an Operationsbegriffen, wo man wirklich sagen kann, aha, da soll man halt verstehen, die Ableitung wird bestimmt. In allen anderen Fällen würde ich sagen, Sie müssen sozusagen wissen, wie ist das Objekt definiert und das könnten Sie sogar beim Ableiten, beim Differenzieren und Integrieren genauso machen. Sie könnten sagen, wesentlich ist der Begriff der Ableitung, also ich muss verstanden haben, das ist halt Limes von diesem Differenzenquotienten, wie ich das dann tue, das wäre ja dann wieder Verfahren erarbeiten. Also, dass ich meinetwegen weiß, aha, für Polynome kann ich das durch die hier 1 hoch da, 1 runter da Regel machen. Oder es gibt auch noch das Verfahren der, was gibt es denn nochmal? Wie heißen die nochmal, Kettenregeln und sowas. Also diese Regeln gibt es, die sind dann erstmal Sachverhalte. Sachverhalte würden Sie sagen, wenn Sie sagen, Sie kümmern sich im Wesentlichen drum, wo kommt das eigentlich her, wie ist das begründet? Und wenn Sie dann sagen, ich kümmere mich darum, dass ich bestimmte Probleme damit gelöst kriege, dann wäre ich in dem Bereich, wo ich sage, jetzt werden Ableitungsverfahren geübt. Wobei ich sagen würde, bei der Ableitung ist das ja im Wesentlichen regelbasiert. Da, wo man wirklich um Verfahren sich kümmert, ist beim Integrieren. Da lernen Sie, da gibt es das Substitutionsverfahren. Da hilft es Ihnen auch nichts, wenn Sie die Regel kennen. Das müssen Sie sozusagen üben an verschiedenen Fällen, wie man da geschickt substituiert oder dann bei dem anderen Verfahren, bei der partiellen Integration. Da kommt es wirklich darauf an, dass ein Verfahren geübt wird. Aber davon unabhängig ist sozusagen, dass man verstanden hat, was ist eigentlich das Integral, was bedeutet das in verschiedenen Kontexten? Und da würde ich sagen, was da zentral zu verstehen ist, ist aber ein Objekt- oder Eigenschaftsbegriff. Jetzt würde ich ja auch wieder sagen, die Ableitung oder das Integral sind eigentlich wieder Eigenschaften von Funktionen und keine Objekte. Es gibt ja die Ableitung gar nicht ohne die zugehörige Funktion. Oder es gibt das Integral nicht ohne irgendeine Funktion. Also sind das im Grunde genommen auch letztlich Eigenschaften von Funktionen. Sie können dann sagen, die Ableitungsfunktion, die ist dann wieder ein Studienobjekt auch, dass man sich anschaut und dann sagt, welche Eigenschaften hat meinetwegen die Ableitungsfunktion gemeinsam mit der Funktion oder wie hängen die beiden zusammen?
Ne, zum Beispiel das, was Sie ja wahrscheinlich kennen, sind dann diese Regeln. Dort, wo die Ableitung null Stellen hat, hat die Funktion so und so. Da kann man dann sagen, aha, die Ableitungsfunktion schaut man sich schon als Ganzes, als Studienobjekt dann wieder an. Und so ist das gemeint. Operationsbegriffe hat man halt insgesamt gar nicht so viele. Die besten, also was ich so, die Grundrechnungsarten, ne, würde ich sagen, dass man weiß, was eine Addition, Multiplikation, Division und Dings ist. Wobei auch da der Schwerpunkt letztlich darauf ist, dass man halt Verfahren lernt, die anzuwenden. Aber man muss mal eine Grundvorstellung davon erworben haben, was meint eigentlich die Addition in verschiedenen Zahlbereichen, was meint die Addition für Vektoren, meinetwegen auch, was meint die Addition für Funktionen. Ja, das muss man irgendwie verstanden haben. Also da kann man das schon sagen. Und dann haben Sie gewisse Operationen in der Geometrie, sowas wie Achsenspiegelung. Und dann zumindest, was noch so am Rande vorkommt, sind sowas wie Ähnlichkeitsabbildungen. Also das Vergrößern, das proportionale Vergrößern und Verkleinern von Figuren. Das kommt in der Unterstufe noch vor. Und darüber kann man sozusagen auch reden und kann auch reden, welche Eigenschaften haben eigentlich diese Abbildungen. Oder was Sie auch sagen könnten, sowas wie ja, der Schrägriss oder sowas. Ne? Da kann man jetzt sagen, der ist, ist auch wieder eher ein Objekt, ne, das dann gewisse Eigenschaften hat, die es mit der Figur gemeinsam hat. Diese reinen Tätigkeiten, da würde ich sagen, ja, die behandeln wir eigentlich im Bereich Verfahren. Also Operationsbegriffe immer sparsam mit umgehen, vielleicht nicht ganz so sparsam wie hier im Lehrplan. Jetzt noch ganz kurz, Werte und Definitionsmenge, hatte ich schon drüber geredet. Ich tendiere dazu zu sagen, die passen hier unten besser rein, weil es die nur in Bezug auf ein anderes Objekt gibt. Beschreiben also eher Eigenschaften, das hier ist in Ordnung, Polynomfunktion ist in Ordnung, Koeffizient sehr klar hier unten, den gibt es erst recht gar nicht ohne die Gleichung und auch nicht als eigenständiges Studienobjekt. Man interessiert sich für die Koeffizienten einer Gleichung, weil man sich für die Gleichung interessiert, aber man interessiert sich nicht für Koeffizienten im Allgemeinen. Also da würde ich auch dazu tendieren, die Koeffizienten eher hier unten runterzugeben. Was ist Fava? Achso, das ist die Firma, die das Papier hergestellt hat. Achso, das ist irgendein Kürzel. Okay. Ja, weil bei dem anderen steht unten der Name von dem Papierhersteller. Das kann man allein. So, also hier würde ich auch sagen, ableiten, okay, aufstellen, Klammer, auswerten, Klammer, weil das im Grunde genommen keine Begriffe sind, die man definiert, sondern das sind einfach Tätigkeiten, die man erwirbt. Aber es muss niemand definiert, jetzt klären wir mal in der BHS, in der Oberhofe, eine Skizze ist eine Darstellung einer Figur, die das Wesentliche erfasst, aber nicht unbedingt 100% genau sein muss. Ich glaube nicht, wenn es Lehrer gibt, die das aufschreiben, dann haben die auf jeden Fall zu viel Zeit. Also da gibt es wichtige Dinge. Wohingegen, was die Ableitung ist, wird schon irgendwie definiert oder was Ableiten heißt. Gut, das wäre das dazu. Jetzt gibt es diese Phase leider nicht mehr, wo Sie das an die Sachen dran notieren. Das lässt sich aber nicht ändern. Mir war es dann wichtiger, dass ich auf einige der offenen Fragen aus dem Feedback eingehe. Und Sie haben ja dieses jetzt maximal 10-minütige Video, was man sich anschauen kann, wo die Kommentare dann auch nochmal drin sind, wenn Sie die Arbeitsaufträge überarbeiten. Auch da warten Sie noch ungefähr 2 Tage oder so, dann steht auch für die nächste Hausübung ganz genau im Moodle drin, wie die zu überarbeiten ist. Und nochmal wichtig, pro dieser 3 Hausübungen einen Arbeitsauftrag überarbeitet abgeben. Nur der wird bewertet, nicht das, was Sie vorher irgendwann mal angegeben haben, wie Sie das machen, steht da. Und das müssten Sie bitte sondern wenn Sie nicht zwischendurch krank werden oder irgendwas, bis 10. Juni. Wir können für die dritte das bis 17. Juni machen, dann haben Sie da ein bisschen mehr Zeit. Ne, so, das ist vielleicht der Kompromiss. Gut, dann bis nächste Woche.